Wir hatten jetzt, glaube ich, ein bisschen länger als eine Woche Pause, aber jetzt bin ich wieder mit einem neuen Video und zwar einem Q&A am Start. Ich hatte euch auf Instagram ein paar Fragen stellen lassen und werde das jetzt ein bisschen, ich werde die jetzt nicht alle beantworten, aber ich habe mir ein Thema rausgesucht, das, was am häufigsten aufkam und auch so in meinen DMs sehr oft gefragt wird, und zwar Thema Sport, deswegen sehe ich auch so aus, habe gerade noch mein Sportoutfit an, habe gerade ein bisschen Sport gemacht. Und zwar das Thema meine Sportroutine, was ich noch so mache neben Yoga. Auch noch, ich werde auch noch so ein bisschen auf zu viel Sport eingehen, also wie das mit der Periode zusammenhängt. Da auch einige gefragt hatten, genau so, das ist das Thema. Wo fange ich an? Ja, also ich kann euch gleich mal sagen, ich kann euch jetzt nicht so einen Plan geben, weil so wie alles bei mir ist auch mein Sporttraining, mein Training allgemein intuitiv. Ich habe keinen Plan, an den ich mich halte. Ich weiß, was für mich gut ist, habe das im Laufe der Zeit gelernt, habe meine Erfahrung gemacht, weiß auch, was nicht so gut für mich ist, habe auch viele Dinge gemacht, die nicht so gut für mich sind. Aber ich würde jetzt mal sagen, mittlerweile habe ich einen sehr gesunden Bezug zum Thema Sport. Und der war mal ein bisschen ungesund. Also ich habe auch mal zu viel Sport gemacht. Da war das schon mehr oder weniger so ein Zwang. Also es hat mir so viel gegeben, aber es war schon so, ohne Sport war mein Tag einfach gar nichts mehr. Also was heißt gar nichts mehr, aber war ich super unglücklich. Es ist auch jetzt immer noch so, dass Sport mir sehr, sehr viel gibt und für mich super wichtig ist, damit ich Disziplin am Tag aufweisen kann. Also es ist so, dass wenn ich am Tag Sport mache, dann bringe ich diese mehr oder weniger Disziplin auch mit in meinen Alltag und deswegen ist es für mich super wichtig und ich weiß halt, wenn ich Sport mache, dann wird der Tag gut. Ich weiß mittlerweile aber auch, wenn ich keinen Sport mache, dann wird der Tag trotzdem gut. Also ich bin nicht mehr so abhängig davon wie früher, weil ich diese gesunde Gewohnheit ja trotzdem oder Routine trotzdem weiterhin pflege und deswegen das nicht jeden Tag sein muss. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, ich bewege mich super viel und bewege mich, würde ich mal sagen, 6-mal in der Woche. Allerdings ist das alles super intuitiv, wie bereits gesagt. Also ich kann es euch nicht sagen, ich mache Montag das, Dienstag das. Ich mache kein Split-Training. Ich mache auf jeden Fall jede Woche Yoga, aber auch nicht jeden Tag. Das kann auch mal mehr, mal weniger sein. Jetzt mit Corona ist das alles ein bisschen anders. Ich werde euch jetzt als erstes mal so meine Corona-Sportroutine darlegen, sag ich mal. Es ist ja jetzt auch hier nicht immer gleich. Aber ich mache gerade ganz viele Homeworkouts. Was soll ich sonst machen? Und zwar sehr viel selbst, aber ich mache auch Pam-Workouts und mache da am Tag, also ich mache da fast jeden Tag was, bewege mich irgendwie. Morgens gehe ich meistens erstmal eine Runde spazieren und dann mache ich irgendwann vor dem Mittagessen Sport, oft auch auf nüchternen Magen. Das dann eben eher so funktional, also ein funktionales Training. Manchmal mache ich auch morgens noch kurz Yoga und dann ein Workout, manchmal mache ich aber auch nur ein Workout. Und manchmal mache ich auch nur Yoga. Wenn ich da jetzt versuche, so ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen, würde ich sagen, ich gehe ungefähr einmal in der Woche laufen, mittlerweile nur noch. Das war auch mal anders, komme ich gleich drauf. Mach vielleicht 4 bis 5 Mal irgendwas Funktionales und dann immer noch so ein bisschen Yoga. Und meditiere. Nur das ist jetzt gerade mein Ablauf. An sich bin ich sonst früher auch super gerne ins Gym gegangen, habe da Kurse gemacht oder TRX, auch sehr viel mein eigenes, weil ich dann doch nochmal selbst genau weiß, was gut für mich ist. Und habe gelernt, mittlerweile sehr auf meinen Körper zu achten, weil ich ja diese Exostosen an meinem Körper habe. Vielleicht kann ich die später nochmal zeigen. Also hier an den Knien, vielleicht zeige ich die später nochmal. Auf jeden Fall, ich bin früher sehr, sehr viel gerannt. Also war sehr, sehr viel Laufen und bin da auch, ja, so 25 Kilometer Läufe habe ich mal mitgemacht beim Wings for Life Run. Aber ich glaube halt, dass das gar nicht gut für mich ist, weil ich aufgrund dieser Exostosen auch oft Schmerzen hatte und ich bin dann aber einfach trotzdem weitergelaufen. Es wurde auch besser, aber jetzt ist es schon so, wenn ich halt viel laufe, dann
Also wenn ich erstmal eine Weile lang nicht laufe und dann wieder anfange, dann sind diese Schmerzen auch wieder da. Das heißt, ich muss halt immer theoretisch immer dranbleiben, um diese Schmerzen nicht zu haben. Und deswegen habe ich gedacht, so ja, vielleicht ist es halt auch nicht so gesund. Der Arzt meinte auch mal, ich soll eher so nicht so krasse Belastungssportarten machen. Und deswegen habe ich mein Laufen eben so runtergefahren und laufe jetzt ungefähr einmal eine Woche, je nachdem auch, wie das so vom Wetter ist, wo ich gerade bin. Das ist so mehr oder weniger meine Routine. Die ändert sich aber auch immer wieder. Wie gesagt, manchmal mache ich dann abends noch Yoga, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt zum Runterkommen. Und damit wären wir dann auch bei einer Frage, die auch sehr oft aufgetaucht ist, was Yoga bringt. Mir bringt Yoga die Verbindung zu mir selbst, mich selbst zu fühlen und dadurch dann aber auch alles herum besser fühlen zu können. Also meine Mitmenschen, die Verbindung zur Erde, zum Himmel, zur Natur, zu der ganzen Welt. Das ist so das vereinfacht gesagt, was Yoga bringt. Ich glaube, es bringt auch so diesen Seelenfrieden. Das hört sich mega kitschig an. Und es ist aber irgendwie so, es bringt so diese innere Ruhe. Man ist angekommen, man findet, man ist glücklich. Und bei jedem ist es ein bisschen was anderes. Für mich hat Yoga auch extrem viel mit Selbstliebe zu tun. Das ist für mich so der Weg, wo ich weiß, ich bin danach einfach super glücklich, wo ich mich glücklich mache und dann auch andere, weil wenn ich glücklich bin, dann spüren es auch andere und sind dadurch auch glücklich. Das finde ich einfach super wichtig. Deswegen, das ist so dieses Mentale, das Allerwichtigste, finde ich, von dem mentalen Aspekt. Körperlich ist es aber auch natürlich super wichtig, Yoga zu machen. Ich würde auch sagen, wenn ich kein Yoga machen würde, dann hätte ich viel, viel, viel mehr Probleme. Gelenkprobleme vor allem, aufgrund eben meiner Knochenkrankheit, Exostosen. Es ist einfach, ich hatte schon zwei Knie-OPs am Knochen und ein Hallux-OP. Ja, durch das Yoga bin ich so schnell wieder zu mir gekommen und konnte wieder fast alle Bewegungsabläufe machen. Und ich konnte früher nicht knien, ich konnte nicht so richtig auf einem Bein stehen oder halt nicht so diese ganzen sehr, also auch schon auf einem Bein stehen, aber Standbeine, die ganzen Balance-Sachen fielen mir sehr schwierig, vor allem nach meiner OP. Und Yoga hat mir halt genau diese Balance wieder zurückgebracht, auf der Matte und neben der Matte, auch im Leben. Und das ist so, glaube ich, das Wichtige beim Yoga, dass sich das, was man eben auf der Matte praktiziert, auch ins Leben oder aufs Leben überträgt und einen so aus dem Inneren heraus strahlen lässt. Aber natürlich auch diese physische Stabilität bringt. Und ja, ich knie hier jetzt auch so. Und das wäre für mich ohne Yoga früher undenkbar gewesen, weil ich hatte eben durch diese Exostosen konnte ich meine Beine nicht anwinkeln und konnte nicht knien. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich knien kann, aber das war Yoga. Und es war auch natürlich das harte Dranbleiben, immer wieder da in sich reinzuhören und zu sagen, ich kann das. Und das finde ich auch so ein super wichtiges Thema, dass man eben sich gut zuspricht, weil wir sind oft so hart zu uns selbst und ich kenne das von mir. Ich bin oft super hart zu mir selbst. Mittlerweile ist es viel, viel besser geworden, aber teilweise immer noch. Und ich finde, was mir hilft, ist so zu überlegen, was würde ich meinem Kind sagen? Mit dem würde ich auch nicht so reden, wie ich mit mir rede in manchen Situationen. Und das ist auch nochmal was, was Yoga mir gezeigt hat, dass ich da viel weicher mit mir sein darf und auch soll. Und das dann rundum viel besser für mich ist. Dann noch, möchte ich kurz noch auf das Thema Periode eingehen. Sportroutine, Periode. Ich habe da ja so schon einiges auch gesagt. Auch in meiner Podcast-Episode Conscious Gangster könnt ihr auch gerne mal reinhören. Auf meinem Blog findet ihr auch noch Beiträge zum Thema Stresshormon, Cortisol, wie wir das durch unseren Sport oder Sportroutine beeinflussen. Das ist natürlich alles wichtig für die Periode, dass kommt ja alles und das fällt und geht und steht, wie auch immer dieses Sprichwort geht. Okay. Mit den Hormonen, die wir eben durch unseren täglichen Lebensstil beeinflussen. Und Sport ist einfach so, dass wir da unser Stresshormon Cortisol,
weit ausschütten und das kann natürlich, je nachdem wie stark das dann ausgeschüttet wird, unsere Periode, unseren Zyklus beeinflussen. Deswegen finde ich es super wichtig, da runterzufahren und eben vielleicht mal eine Zeit lang nur Yoga zu machen. Und ich bin da halt mittlerweile auch so, ich stresse mich jetzt nicht. Ich nehme mir auch mal bewusst eine Woche Pause, wo ich sage, ich bewege mich zwar trotzdem, aber nur ganz leicht. Also nicht, dass ich so diese krassen Peaks habe in meiner Sportroutine und dann auch mit nicht diese nicht in meinem Bodysystem habe. Und das ist eben super wichtig, da auf sich zu hören. Genau, dass man da auf jeden Fall die Sportroutine runterschraubt und vielleicht erstmal eine Auszeit nimmt und dann langsam anfängt und so 2 bis 3 Mal in der Woche Sport macht, aber auch da eben nicht diese sehr intensiven Sachen wie HIIT-Training oder CrossFit, sondern eher ruhigere Sachen und Sachen, wo halt ja, wo man den Puls nicht so krass hoch und runter bringt, sondern es so ein bisschen ausbalanciert ist. Ach ja, was ich noch sagen wollte, weil ich halt immer so wegen meinem Körper auch diese Fragen bekomme hier. Stop it. Get some help. Ich mache schon super lange Sport. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mega gute Gene habe oder so, sondern es ist wirklich die Ausdauer und die Disziplin in dem Fall, die jetzt, sag ich mal, mich so aussehen lässt, wie ich aussehe. Und natürlich auch die gesunde Ernährung. Ich ernähre mich schon eigentlich immer gesund. Ich hatte mal einen kurzen, als ich ausgezogen bin, eine kurze Ausnahme. Auch mal früher mit 16. Aber ich mache schon mein ganzes Leben lang regelmäßig Sport. Und seitdem ich 18 bin, mache ich eigentlich je 5 bis 6 Mal was in der Woche. Und jetzt bin ich 30. Und das ist deswegen... Ja, es ist nicht nur Yoga, sondern es ist auch das ganze andere funktionale Training, was ich noch mache. Und nochmal wieder ganz super wichtig, ich mache aber Sport aus einer Liebe zu mir heraus, zu meinem Körper und nicht aus einem Zwang oder einem Müssen oder weil ich jetzt denke, ich muss so und so aussehen. Das war mal so, aber das habe ich mittlerweile abgelegt und das finde ich auch super wichtig, sondern ich mache wirklich nur Sport, weil es mir diese Balance in meinem Alltag verschafft und natürlich auch rundum zur Gesundheit zählt, wie eine gesunde Ernährung. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz meine Knochen. Also wie ihr sehen könnt, eigentlich an allen Gelenken, also ich sieht man jetzt eben hauptsächlich hier in den Knien, habe ich auch an den Schultern, habe ich diese Überknochen und an den Knöcheln. Unten, überall. Und was ich auch noch ein spannendes Thema finde, sind Hip Dips. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind hier die außen diese. Ich habe die auch, die in die Knochen hier so sind. Das ist Veranlagung, da kann man auch gar nicht wirklich was machen. Ja, dazu wollte ich eigentlich auch mal was machen. Das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema, weil da auch sehr viele Komplexe haben und drunter leiden. Aber das ist einfach Genetik und wunderschön, so wie alles andere auch in unserem Körper. Genau, dann lasst mir gerne nochmal Feedback da, was euch so interessiert, wie immer als nächstes. Ich glaube, ein Moderate in a Day oder dann doch nochmal zum Thema Selbstliebe. Gerade nochmal auch mit den Hip-Tipps vielleicht und so. Es ist gerade auch bei Conscious Gangster nochmal eine Episode rausgekommen zum Thema mentale Gesundheit und Selbstliebe. Hört da gerne rein mit der Hannah. Es geht auch um eine Essstörung. Dann hören wir und sehen wir uns bei einem nächsten Video. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich hab euch lieb. Muah.